Der deutsche Hotelmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Eine gute Basis für Hotelbetreiber. Deren Vertragsmodelle werden zunehmend komplexer. Zum Beispiel hybride Pachtstrukturen statt Festpacht, Franchise-Nehmer statt Muttergesellschaft, Cap statt unlimitierter Garantien. Darauf sollten sich Eigentümer, deren Pachtverträge in den kommenden Jahren auslaufen, einstellen. Mit entsprechender Expertise können finanzierbare und exitfähige Strukturen jedoch erarbeitet werden, wenngleich Banken weiterhin zurückhaltend agieren. Das Investoreninteresse an Hotels in Deutschland ist groß. Vor allem langfristig verpachtete und betreiberfreie Hotels stehen im Fokus in- und ausländischer Käufer, für die es auch interessante Ankaufsmöglichkeiten gibt. Das Transaktionsvolumen von über 1,2 Milliarden Euro in 2012 wird dieses Jahr getoppt.